So Leute, hier bin ich wieder und diesmal habe ich die Mudarkens, ich glaube, richtig aufgestellt, dass ich sie nämlich jetzt ohne weitere Sorgen nach unten befördern kann und ich hoffentlich nicht nach ganz nach unten. Jawohl, passt, alle vier hier. Gut, den anderen habe ich schon offline gerettet. War ja vorher auch schon gefragt. Jetzt hatten wir nur noch die 4 und müssen oben noch das Ventil aktivieren, dann haben wir es geschafft. Bislang ein einziger Mitarbeiter bei der von der Salzsonnenbrauerei gestorben. Sehr schade. Naja. Gut, damit haben wir Zuschlag 6 abgeschlossen und auch Ebene 2. So. Schauen wir mal schnell, was Ebene 2 sonst noch so will von uns. Lediglich verlassen in Richtung. Zulag 10, okay. Schauen wir mal. Ach ja, ein Boss-Tor noch. Oder halt kleines Finale von Ebene 2, könnte man sagen. Oh ja, das wird chillig. Das aber zum nächsten Mal. Ich muss es fürs nächste Mal auf. Gut, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer 93 King Rico. Ciao. Hallo, Leute. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play of Red Apes Exodus. Wir befinden uns noch in Zulag 10, wo wir letztes Mal gestoppt haben. Wir müssen uns jetzt erstmal den Weg frei machen. Als. Zuerst müssen wir mit Abe durch diese Tür und anschließend müssen wir dem Slick den ganzen Weg frei machen und dort gehen wir dann letztendlich logischerweise durch mit dem Slick. Mit diesem müssen wir dann die ganzen anderen Slicks kalt machen. So, jetzt kommen wir durch. Ich hoffe mal, die Perspektive ist so okay. Falls nicht, werde ich sie mal einen anderen Part ändern. Jetzt müssen wir nachher noch alles aktivieren. Diese drei gleich ausschalten. Halt. Scheiß Taste. Spackt schon wieder rum. Ich habe es immer noch nicht probiert mit dem PlayStation 1 Controller anschließen. Ich werde es mal im nächsten Part machen. Einfach so mal just a go. Das kann man echt nicht weitermachen, ey. Pass auf, sagt er da. So, hier. Nee. Also doch, schauen wir mal ganz runter. Vielleicht ist noch irgendwas Wichtiges. Nee, okay. Alter, wo kommen wir überhaupt hier hin? Ich teste lieber erstmal das da aus. Stimmt, da muss ich den Slick ausschalten, genau. Ja, da muss ich den Slick ausschalten hier. Jo, passt, gut. Haben wir den schon mal erledigt? Passt, dann gehen wir mal weiter. Zwar hier runter und dann ab durch das nächste Elektronentor, nenne ich es mal. Weil der exakte Name gerade nicht einfällt. Erst ein Toter hin. Das ist keine ungewohnte Slicks ab diesem Punkt. Achtung. Scheiße. Jetzt machen wir jetzt nochmal neu. Ich habe jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Die muss ich nämlich von hinten erschießen. Deswegen kill ich mich mal kurz, weil den will ich natürlich retten, den Mudarken.
Das eine Opfer war ja bei den 5 bis 6 Modakens, die sich eine Schlägerei geliefert haben. Da war es ja. Wir haben ihn erledigt, gut. Da hat sich ja der eine dann oder wurde der eine umgebracht, weil die Idioten nicht auf mich hören wollten und weitergemacht haben. Diese Volldeppen. Na egal. Das fand ich wirklich scheiße gemacht vom Entwickler. Hier ist eine kleine Falle, wie ihr gesehen habt. Hier müssen wir nämlich hier durch. Wenn wir links weitergehen, ist der Mudaka natürlich tot. So, jetzt vorsichtig schießen. Und wenn wir warten, bis der eine durchläuft. Komm, du auch noch. Hopp, hopp, hopp. Dann machen wir es so. Gut, erledigt, passt. Mudaka gesaved. So würde ich das haben. Okay, hier links müssen wir nachher lang. Achtung. So. Quick Save. Gut. Ist nix, passt. Müssen wir noch eine Stufe weiter und oder was? Ne, doch. Doch, wir müssen noch mal eine Stufe weiter. Da oben die Fleischsägen in Gang setzen und oder generell die ganzen Fleischsägen in Gang setzen, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ah, hier geht's lang, genau. Hier müssen wir lang, ja. So. Und jetzt sind wir da beim Anfangsbild. Und dem sind wir jetzt aktivieren. Der geht jetzt gleich drauf, wie ihr sehen könnt. Bam. So, tot. Jetzt mal ein Quicksilver von der Stelle und dann geht's weiter. Hier sind uns nämlich alle Fleischsägen in Gang gesetzt. Weiße. Warum steht der auch auf? Ich bin noch gerollt. Seltsam. Naja. Es gibt Rätsel, da hat man keine Antworten drauf. Naja. Dann eben nochmal die kleine Passage. Ja, der steht schon wieder auf, ey. Was ist das? Kleiner Bug am Controller oder was ist da los? Ich nichts verstehen. Ich nur sehen. Das Controller failen. Ne, Spaß beiseite. Controller ist wirklich ein bisschen failhaft, könnte man sagen. So, jetzt retten wir erstmal die zwei hier. Machen lieber mal einen Quicksilf, Absicherung. So, schon mit. Der andere hat gar nicht reagiert. So, jetzt passt. Gute 2 mehr auf dem Konto. Aktuell 209 befreit. Mein Ziel ist ja mehr als 240. Mal schauen, ob ich das Ziel erreichen werde. Aber ich bin ein guter Dinge. Wow. Die habe ich jetzt erst spät gesehen. Aber die OSDs wurden ja natürlich auch in Gang gesetzt. Los, los, los. Keine Zeit verlieren. No. Gut. Achso, okay, das wäre gut. Mitkommen, hopp. Quick Save, nimmst du noch eine. Wow, 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 wow. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Nee, so nicht. So nicht. Wow, 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 scheiße, so nicht. Fuck. Das untere da kann ich. Ach, ich mich jetzt gar nicht dran erinnert. Mist. Vielleicht war das auch so ein Hintergedanke, dass wir mit dem Slick jetzt zwischenzeitlich abbrechen sollten und dann hier kurz voran gehen sollten und den Mudaken retten sollen.
Gut, sehr gut. Da wartest du jetzt. Hunsch. Ja. Ich glaube, wir brauchen alle noch. Falls noch Sherry Schweikel oder was sowas geben sollte. Ja, schauen wir mal. Die brauchen wir auf jeden Fall. Obwohl, nee, da oben sind ja schon drei, oder? Ja, doch. Das sind die letzten fünf, aber drei Stück brauchen wir hier nur, um den Zulag abzuschließen. So, diese 5 halten wir jetzt noch und dann bauen wir wieder ab. Das ist Zulag Nummer 10. So. So, komm mit. Und befreien wir euch noch. Dann haben wir einen guten 10-Minuten-Part. Das passt. Oder an die 10 Minuten. Das passt schon. Gut, das müsste Zulag 10 eigentlich gewesen sein. Komplett. Schauen wir mal weiter. Ja, das war Zulag 10 komplett. Dann gehen wir noch schnell durch die Tür und dann beenden wir mal diesen Part. Jo. Ich sehe, man sieht nicht alles komplett drauf, aber so 95% sieht man das Bild. Ich will euch natürlich 100% sorgen. Na gut. Speichern wir erstmal hier und ja, beenden wir den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer 93 King Rico, und ich werde jetzt die Kameraperspektive gleich mal ändern. Bis dann und ciao.